So, hab eben noch das Licht ausgeschalten, weil draußen dunkel und hier drin soll es auch dunkel sein. Denn wir spielen jetzt Dark Doom. Dark Doom, Ambience Pack, ja, passt alles. Ich müsste noch. Achso, ja klar, ich müsste wieder hier alles einrichten, ne? Gell, das macht Sinn. Andererseits, ich glaube, ich gucke hier einfach. Machen wir mal anders. So. CD Home Verzeichnis. Midnight Commander. Nein. Record. Achso, ich bin gar nicht im Home-Verzeichnis. Jetzt bin ich bei beiden im Home-Verzeichnis. So, Record. Rec. Na komm. Hilfe, bin ich da. Quatsch, war richtig. Schon wieder. Da muss irgendwo sein. Okay, angenommen, ich finde es. Hä? Ach da. Ist schon wieder. So, und jetzt werden wir das hier einfach kopieren. Nein. Na was jetzt? Doch das hier. Und zwar kopieren F5 nach Dark Doom. Bumm. Das Ding werde ich wieder löschen, das ist der Cache. Und hier werde ich die ganzen Autosaves löschen. Bam. Perfekt. Ja. Bam. So. Das heißt, ich kann das hier kopieren. Und einfügen. Füge ich noch ein D hinzu. Und das war's. Ich hoffe mal, das ist auch alles richtig. Wenn nicht, fresse ich einen Besen. Ja, es sieht richtig aus. New Knee Deep in the Death. Und Ultra Violence natürlich. Ah, es klingt korrekt. Ladies. Willkommen bei Dark Doom. Das dunkelste Doom. Auf Doom! Was? Lass mich in Ruhe, ich brauche Kinder. Oh ja. Ja, ich spiele das nicht Vanilla, sondern ich spiele das mit Beauty Doom. Einfach damit diese Animationen alle ein bisschen flüssiger sind, also ein bisschen meiliger. Einziges Problem. Beauty Doom ist etwas schwieriger als das Vanilla Doom. Und da wir. Alter, diese Textur, guckt euch mal das an. Das sieht so geil aus. Kann man das jetzt wirklich noch stärker machen? Sieht irgendwie so antischwach aus. Oh, das ist ganz gut. Ja, und dementsprechend spielen wir auf Ultra Violence. Wir spielen also quasi ein schwieriges Spiel auf schwierig. Wobei ich ja gerade in dem anderen Let's Play gesagt hatte, ich mittlerweile schwierigeres gewinnen. Und werde trotzdem sterben. Aber schon scheiße. Wieso läuft jetzt denn da hinten nicht hin? Oh, jetzt sollte es hin. Da muss aber einen richtigen Abstand haben, oder wie jetzt? Sehr behindert. Und ich war einfach zu weit weg allgemein. Ja, ab einer bestimmten Ferne kriegt jetzt gar nicht mehr. Okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Walter! Fuck! Dankeschön!
So. Guckt euch einfach diese Grafik an, Alter. Ganz ehrlich, diese Grafik erinnert mich mehr so wie an, ja weiß nicht, Half-Life? Nee, Half-Life nicht wirklich. Aber es sieht schon echt, echt wie so neuere Spiele aus. Ich meine, klar, soll es natürlich auch, aber es ist trotzdem erschreckend, wie neu das dadurch aussieht. Einfach ein paar neue Texturen drauf und schon, das ist schon arschgeil, muss man schon einfach mal so sagen. Und das Spiel ist echt verdammt dunkel. Sagte er und rannte ins Licht. Boah, Alter! So spielt man normal. Also so. Und ich einfach so. Hallo! Digga. Boah. Meine Augen. Meine Augen. Meine Augen. Ups. Das war dumm. Meine Augen. Digga, das ist schon heftig, das ist schon geil. Ganz ehrlich, das gefällt mir. Das ist so arschkrass. Aber wie gesagt, also dieses Let's Play ist natürlich kein normales Let's Play, in dem Sinne, dass es jetzt für den normalen Zuschauer gedacht ist. Sondern das ist jetzt wirklich optimal dafür, wenn ihr jetzt abends irgendwie mal gucken solltet, weil... Ganz ehrlich, mit allem anderen verderbt ihr euch den Spaß. Dieses Let's Play muss man sich wirklich nachts angucken, weil wirklich alles dunkel ist. Und dann wirkt das. Ich meine, tagsüber kennt man wahrscheinlich einfach gar nichts, vor allem nicht, wenn man gerade unterwegs ist und das Ganze auf dem Handy guckt. Da sieht man wahrscheinlich einfach nur so ein paar helle Punkte. Und hört mich quatschen. Guckt euch diese Texturen an, Alter, was ist das? Digga! Ich find's immer schade, also nicht schade, sondern. Naja, doch, irgendwie schon. Dass man für solche Textur-Maps irgendwie keine richtigen Maps hat. Hä? Textur-Maps? Quatsch. Für diese Texture-Packs keine wirklichen Maps hat, ja? Also, einfach mal eine Map erstellen, die so in dieses Setting passt und dann mit diesen Texturen. Digga, das wäre einfach so fucking awesome. Ganz ehrlich. Ah ja. Ja, hier ist auch kein Wasser mehr oder was auch immer. Ah nee. Quatsch, war ja kein Wasser. Das war ja blauer Teppich. Ist das hier auch alles schon grau? Siehst du, mir fällt gerade ein, wo wir jetzt Dark Doom spielen. Meine Community köpft mich. Sobald wir mit Dark Doom fertig sind, habe ich schon das nächste in Planung. Und zwar. Wir werden alle schlagen. Auch wieder diese Episode, also die erste. Und zwar mit den Texturen und dem Gameplay von Doom 64. Und alle, die schon mal Doom 64 gespielt haben, wissen, warum ich das genau jetzt erwähne. Weil Doom 64 passt von Mapping genau in diese Welt hier rein. Ich meine, Doom 64 ist schon ein bisschen bunter und ein bisschen heller, aber es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Es ist einfach geil. Von daher, gut, ein großer Powerschalter, ja Digga, hab ich hier 4000 Ampere Schalter, bup. Kommen die mir einfach mit einem Modem-Sound, ich glaub's ja, die haben noch Langeweile. So, Doom Ultimate, Dark Doom. Und damit ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, PSX, Doom, ist das richtig? Ich hoffe doch. Gut, ist jetzt in dem Fall mit Doom vor Doom. Wow. Ah, das geht gerade auf die Ohren. Na gut, halt auf. So, hier. Das ist PSX Doom. Ich versuche mal keine Geräusche zu machen. Also jetzt im Spiel.
Und das passt so ungefähr in das Setting. Ich meine, hier draußen ist es zwar heller, ist richtig. Aber es ist auf jeden Fall schon wesentlich dunkler als dieses Standard-Doom. Quatsch, ich bin doch behindert. Ich bin doch bescheuert, bin ich doch. Ist das vollkommen falsch? Doom 64 wollte ich doch. Nicht PSX-Doom. Das da. Jetzt wird es wieder laut. Achtung. Nehmt eure Kopfhörer runter. Ja. Man merkt schon vom Setting her. Wow. Aber doch kurz den Sound ein bisschen leiser, sonst platzt mir noch ein Trommelfell. Bevor jemand fragt, ja, das eigentlich das ist bestimmt vorbei. Das ist nur wieder mein Episoden 1 Gequatsche, damit die Map nicht so kurz ist. Also damit man noch ein bisschen was von der Umgebung hat. Also man hat jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr, aber egal, ist mir egal. So, und das hier ist halt dieses Doom 1. Und das ist halt auch so ein dunkles, so ein extrem dunkles Setting. Und passt deswegen gerade halt zu diesem Dark Doom. Das ist quasi eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und ja. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nochmal spielen. Aber jetzt halt erstmal ausschließlich Dark Doom, die erste Episode. Boah. Davon haben wir jetzt die erste Map geschafft. Von daher fangen wir dann am besten dann gleich mal mit der zweiten Episode an. Bis dahin, ciao.